Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir Akropolis-Toast. Und wer denkt, dass das an einer unfreundlichen Bedienung liegt? Nein, liegt das nicht. Wir machen uns richtig schön was Leckeres. Viel Spaß dabei. Auch Grundzutat dazu ist so was Schönes hier. Und zwar Schweinenacken dünn aufschneiden und würzen. Das kann man entweder selber machen oder ich habe jetzt hier, war die gerade da, mir hört der Beef Bandit zu 50% mit. Und da haben wir diese wunderschönen kleinen Gyros-Grillis. Also das ist praktisch das Fleisch, wo aus Gyros hergestellt wird. Davon habe ich eine Packung hier. Ansonsten, wie gesagt, nehmt euch ein Stück Schweinenacken, schneidet den dünn auf, macht ein bisschen Gyros-Gewürz ran, lasst ihn schön durchziehen. Habt auch ein schönes Ergebnis, aber die hier liebe ich sehr, 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 sehr. Dann, ganz klar, da vorne Toast, ein bisschen Knoblauch. Und jedes Essen wird besser mit so was hier, mit Hollandaise. Aus gesundheitlichen Gründen ist noch ein bisschen Paprika dabei, ein bisschen Zwiebel, dass man auch was zum Knattern hat. Und hier habe ich noch ein bisschen so Tzatziki-Quark mir gemacht, ohne Gurke, dafür mit ein bisschen Schnittlauch. Was wir hier sehen, ist Sriracha-Soße, die kann man immer gut gebrauchen, ein bisschen Öl und hier so ein bisschen Grillzubehör war. Und wie immer, wenn wir grillen, Schabe, Messer und ein Brett. Hält? Hält. So, jetzt wird es echt fies. Wir machen so eine Hollandaise auf Griechisch. Also schön klein geschnittene Knoblauch, die sind so 2-3 Zehen darin. Ein ordentlicher Spritzer Sriracha-Soße. Dann den Spaß hier eh mal durchmischen. So, guck mal hier. Und wenn wir das ja grillen, stellen wir das auf den Grill. In dem Fall hier auf der Feuerplatte. Schön auf der Seite. Da kann das schön schnell Temperatur ziehen, dass die Hohle ein bisschen warm wird. Darauf achten, dass sie nicht anfängt zu kochen, sondern nur, dass sie richtig warm wird. Weil wenn die kocht, dann, ja, dann löst sie sich ganz gerne. Die Köche haben immer so ein hässliches Wort dafür, das gefällt mir ja nicht. Die sagen immer, die scheißt ab. Ist doof. Von daher einfach bloß sie hinstellen, warm werden lassen. Jetzt haben wir uns noch die Kohle oben aufgesetzt, damit hier nichts von dem Gemüse rinfällt. Siehst du, das erste Stück wäre nämlich sonst schon drin gelandet. Und auch bei den Zwiebeln. Ja, ihn gerade so gut. Verteilen das mal hier ein bisschen. Und wichtig bei so Sachen immer, immer von außen, immer ordentlich Öl angießen, damit nicht sparsam sein. Dann geht das gleich gut los. Und wie soll das anders sein? Auch hier schön das Fleisch aufpacken. Guck mal, was sind das für richtig schöne Lümmel, wa? Hammer gut. Und auch bei dem Fleisch immer ein bisschen kleinen Spruz Öl angießen. Dass das nicht so trocken auf der Feuerplatte rumliegt. Boah. So muss Grillen aussehen, oder? So, und dann schwenken wir hier schon mal das Gemüse ein bisschen durch. Die hat ordentlich Schub, hält die Platte. Oh, ein Träumchen, die können so ein Stück weiter hoch, weil die ist echt heiß. Bei so einer Grillplatte ist unten immer heißer als oben. Also da kann man immer so ein bisschen spielen, also ein bisschen so arbeiten. Auch unsere Hollow hier nicht vergessen. Ja, die wird schon flüssiger und langsam warm. Hat man richtig was zu tun. Oh. Das Schöne ist, diese Gyros-Grillis, die sind so dünn geschnitten, dass sie auch sehr schnell durch sind. Also eine schöne, schnelle Nummer. Und ruhig mit Öl nicht sparsam sein, immer überall nochmal Öl angießen, außer hier beim Töpfchen, da wollen wir nicht. Dann hier beim Gemüse auch nochmal schön einen kleinen Hieb geben. Und Feuerplatte ist immer mit Arbeit verbunden, also das ist nichts, was man einfach so für sich lässt, sondern da hat man immer, das wird alles schön weich, immer gut zu tun. Und du siehst, wie wichtig so eine Krone in der Mitte ist, dass das im Prinzip, ja, dass auch alles nicht rinfällt. Mal schön schön nach oben ziehen hier. Dieser Fleisch gleich nochmal drehen. Auch mit Flamme. Ach, geil. Die Zwiebeln sehen sehr gut aus. Dann einfach hier über den Rand rasch die schon mal runternehmen. Die Paprika gefällt mir auch schon. Schön angebräunt, hat sie jetzt knackige Stellen und hat richtig weiche Stellen, so wie das sein muss. Und unser Fleisch ist auch schon fast schon so weit, wa? Boah, geil. Na, ich würde sagen, ein Minütchen kann das noch. Boah. Herrlich.
So, und dann ist jetzt der Moment schon, wo unser Toast hier immer schön angebraten werden kann. Ich gebe zu, das ist ziemlich unspannend, so einen Toast anzugrillen, aber auch das gehört dazu. Und das geht halt super schnell, wa? Wie viel Energie in dieser Platte drin ist. Wenn euch der Grill gefällt, übrigens jetzt so eine ungeplante Werbedurchsage, bei grillrost.com kann man so einen kaufen. Habe ich selber mitentwickelt seinerzeit. Liebe ich, ganz tolles Gerät. So, die Soße ist heiß genug, die kann runter. Och, mal hier, die Toaster sind auch genau auf den Punkt getroffen. Jetzt könnt ihr ruhig mal in den Kommentaren irgendwas schreiben, wow, der kann Toast grillen oder sowas. Irgendwas sowas motivierendes. Ne, lasst es. Ja, und unser Fleisch gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, durch die Kruste an. Ein Traum. Und auch damit runter. Damit. So, dann bauen wir uns mal unser Toast zusammen. Ja, Toast ist nur alibimäßig. Wichtig ist ordentlich Fleisch drauf. Ach, lass rüberhängen, wa? Ein bisschen Auflage für Gemüse. Ja, ein bisschen Zwiebeln, schön die angebratenen da oben drauf. Und dann zwei, drei Streifen Paprika. Dann unsere scharfe Knoblauch-Hollandaise. Gehen wir ordentlich rüber, müssen wir nicht ersäufen, aber ein bisschen was kann da schon ruf, ne? Oh, das ist unser Toastbrot, der was zum Aufsaugen hat. Also so ungefähr so 50, 60 Milliliter dazu. Zum Dippen an der Seite, für den, der Lust hat, hier noch ein bisschen von unserem Tzatziki-Joghurt. Und schon ist das Baby fertig. Geil, oder? Und was ist jetzt zu tun? Richtig kosten. Und wie sagt man so schön? Rennen in die hohle Birne. Also, auf euch. Ich schneide mir schön ein Stückchen hier ab hier so. Schön mit Toast runter. Mit ein bisschen Zwiebel oben drauf. Komm, ein Stück Paprika. Also. Jetzt mal mit Paprika. Ich sag euch die Soße. Dieser aufgepimpte Hollandaise, immer dran denken, wichtig. Aus Qualitätsgründen die Packung immer selber aufmachen. Geil. Also sag mal, den Kräuterquark an der Seite, der ist aus optischen Gründen da. Eigentlich bedarf es dem nicht. Ich kann mal dazu machen, oder? Ich nehme zurück, weil ich gesagt habe, der macht das Essen nicht schlechter. Die Brille rutscht. So. Also, sehr geil, Nummer. Ihr habt gesehen, total easy zu machen. Kein großer Aufriss. Und brauchst nicht dein griechisches Restaurant besuchen. Hast einfach schnell lecker hier eine schöne, schnelle Nummer. Und von der Zubereitungszeit her, in der Zeit, ja, wie du wohnst, bist du nicht bei dem griechischen Restaurant. Außer du wohnst direkt drüber. Von daher, was euch jetzt bleibt, ist ein Daumen nach oben da lassen, wo wir einen Kommentar oder ein Abo oder vielleicht eine Kanalmitgliedschaft und auch das nächste Video gucken. Weil nur wenn man regelmäßig Videos guckt, kriegt man die nächsten auch wieder angezeigt. Ja, das ist der YouTube-Algorithmus. Also immer fleißig gucken und dranbleiben. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Geil. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.